Mein Name ist Ulrich Kempken, Abteilungsleiter bei der Eni Stadt und Service in Moers. Wir sind ein Konzern von drei Unternehmungen. Die Mutter Eni Stadt und Service Niederrhein, Anstalt öffentlichen Rechts. Wir machen einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen Euro mit rund 290 Mitarbeitern. Mein Bereich selber hat 53 Mitarbeiter und wir betreuen 104.000 Einwohner in Moers. Ich bin verantwortlich für die Abfallbeseitigung und Straßenreinigung in Moers, aber auch in Teilen Neukirchen-Flüden, also die kommunale Abfallsammlung in Moers und auch Straßenreinigung in Moers. Also angefangen über Restabfallsammlung, Altpapier, Bio, Sperrmüll, aber eben halt auch die Vorhaltung eines Recyclinghofs. Und ansonsten ganz normal die Stadtreinigung, also Straßenreinigung, und haben dort einen Jahresumsatz von ungefähr 12 Millionen Euro. Also die langjährige Zusammenarbeit resultiert natürlich auch daraus, dass die Ansprechpartner ja auch schon seit vielen Jahren im Hause Sulo tätig sind. Im Prinzip könnte ich fast sagen seit 1995, denn wir haben in Moers im Jahre 1995 ein Behälter-Ident-System eingeführt. Somit sind es vertraute Ansprechpersonen, die uns als Mensch kennen, die uns als Unternehmen kennen und da auch eine große Vertrauensbasis existiert. Wir hatten vor einigen Jahren die Situation, dass die 1995 eingeführte Ident-Technik bzw. die Frequenz, auf der die Ident-Technik arbeitet, ja nicht mehr supported werden konnte. Da hatte Sulo aber dann die Möglichkeit, uns ein Hybrid-System auf zwei Frequenzen anzubieten und ja, haben darüber auch letztendlich uns ersparen können, über 30.000 Gefäße tauschen zu müssen. Das wäre sehr teuer geworden. Natürlich hat die Technik nicht immer funktioniert, sonst wäre es ja keine Technik. Da geht natürlich immer was kaputt, denn man darf nicht vergessen, wir arbeiten hier in einem sehr rustikalen Geschäft, Müllabfuhr. Das ist aber jetzt insofern kein Qualitätsmangel. Und dann braucht man eben halt auch mal schnell einen Monteur. Und auch da sind Ihre Kollegen ja sehr schnell parat und sind auch sehr schnell da und helfen uns auch sehr gut und sehr schnell. Den kann ich sehr gut nachvollziehen und den finde ich auch gut und kann ich auch nur unterstützen. Denn wir alle arbeiten in einer Recyclingbranche, die sich ja auch nicht umsonst Klimaschutz auf die Fahne geschrieben hat. Und auch wir beschäftigen uns mittlerweile mit Abfallbehältern, die aus Rezyklat entsprechend hergestellt werden. Hier in unserem Umfeld, hier in unserem Innenhof können Sie auch sehen, hinter mir eine grüne Wand. Das ist ja nur im Innenhof. Ansonsten haben wir draußen an unserer Hauptfront zur Straße eine Außenwand mit 52.000 Pflanzen, die übers Jahr verteilt zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch blühen. Beziehungsweise macht auch ein Mikroklima, so heißen kühlt auch und nimmt auch entsprechend Staub auf. Diese Wand, die ist letztes Jahr im September, Oktober gebaut und bepflanzt worden. Das hat ja was mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu tun, dass auch wir als Unternehmen, als Konzern uns auch da immer stärker nachhaltig aufstellen wollen. Und Entwicklungsstrategien werden auch bei uns immer daran gemessen, trägt die dazu bei, CO2 zu minimieren. Ja. Und wenn es das nicht tut, dann kann es auch mal sein, dass wir bestimmte Entscheidungen nicht treffen, nicht fällen. Und da ist nicht nur noch oder nicht mehr nur noch die reine Wirtschaftlichkeit entscheidend. Es sind viele Prozesse transparenter geworden. Zettelwirtschaft ist weniger geworden. Mittlerweile haben unsere Mitarbeiter auf den Fahrzeugen, in den Kolonnen auch Tablet-PCs dabei, wo die ihre Aufträge erhalten. Das prägt auch ein Stück weit unsere Arbeitswelt, dass wir immer stärker unsere Arbeitswelten digitalisieren, um auch schneller reagieren zu können, weil es der Kunde eben halt auch einfordert. Im Bereich Behälter-Ident-System haben wir natürlich seit 1995 aus dem Haus Sulo die Technik im Einsatz. Und auch dort sind wir mittlerweile so weit, dass wir die Leerungsdaten, die wir am Fahrzeug erfassen, just in time online ins Büro bekommen über eine entsprechende GPRS-Technik. Und einer der nächsten Schritte, die wir angehen wollen, ist, dass der Kunde dann auch eine Push-Nachricht erhalten kann, so dass er dann auch weiß, ja, der Behälter ist geleert worden.
ich träume an der Stelle oder erhoffe an der Stelle möglichst breiten Einsatz von KI, zum Beispiel bei der Straßenreinigung. Da gibt es auch schon erste Modelle, wo denn auch Kehrmaschinen autonom fahren, allerdings nicht im öffentlichen Raum, das ist nicht erlaubt. Und wir sind auch gerade bei uns in der Planung zum Neubau eines neuen Recyclinghofs. Und auch den wollen wir unter der Ägide der Digitalisierung bauen oder eben halt auch sogenannte Füllstandsmessungen, Volumenmessungen, also wie voll ist der Container, dass dann eben halt auch über eine entsprechende Erkennungstechnik ein Signal, eine Information verschickt wird an den Fahrer, an den Containerdienstfahrer und dann eben halt niemand mehr dahin laufen muss, um zu gucken, wie voll ist in der Container, sondern automatisiert eine Meldung zum Fahrer geschickt wird, wo der Container dann auch hoffnungsfroh zu 100% gefüllt ist. Ich kann mich da eigentlich nur wiederholen. Lange Zusammenarbeit mit der Firma Solo, gut, kooperativ, auch dank der langjährigen Mitarbeiter auf beiden Seiten, immer für innovative Lösungen zu haben. Entweder kommen wir mit irgendwelchen verrückten Ideen um die Ecke oder Solo hat irgendeine Idee, die wir gegebenenfalls bei uns einführen und prüfen können. Und für uns ist die Zusammenarbeit ja sehr erfolgreich und auch sehr fruchtsam. Solo. Lösungen schaffen, um den Müll von heute zur Ressource von morgen zu machen.